So, und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Und ich kriege hier schon Sprachfehler. Auf Riegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Das höre ich doch gerne. Warum glaube ich nur, dass das ganze Teil hier nachher in die Luft fliegt? Aus. Ja, nutzen wir den Weg. Kann ich leider nicht, weil er einfach gesprungen ist. Immer auf Entfernung, ey. So, Junge, hier für dich. Stehen da hinten noch welche, die muss ich vorher wegmachen. Da kann ich wenigstens Muni sammeln. Ich könnte auch da oben lang. Und dafür ist die Zeitlupe gut. Einfach in den Getümmel rein, dann die Zeitlupe dadurch aktivieren und schon kann man abgehen. Alle Wachen! Ha, hast dir so gedacht, als wenn ich da weitergehen würde. So. Nix, alle Wachen. Copyright, Beyblade, Tor. Tor. Y. Batterie, Copyright. So. Naja. Zerstören wir den Schildgenerator hier.
Schön, wie sich hier die ganzen Sicherheitsteile aufbauen, sobald ich die brauche. Ist ja, als wenn die mir einen Vorteil geben wollen würden. Wann darf ich schießen? Was soll das denn? Junge. Hier nicht. Er kommt nicht. Den will ich aber vorher noch besiegt haben. So, nicht mit mir. Kann ich leider nicht machen. So. Jetzt bist du dran. Du bist dran. Runter. Zeig, was du kannst. Bist du gleich tot? Denk nicht, dass du das willst. Wollen Sie? Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich biete Ihnen Freundschaft an. Mein Feind wollen Sie bestimmt nicht sein. Die neigen nämlich zu vorzeitigem Ableben. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Ich bin Ihre einzige Chance. Ich biete Ihnen an, Sie mitzunehmen und Sie fangen an zu diskutieren. Ich könnte Sie einfach bewusstlos schlagen, Commander. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Ja, das war doch easy. Drückt er einfach drauf ohne Grund. Aber das ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung, also warum sollte ich da drauf drücken? So, ich muss jetzt gleich mal wieder mit den anderen reden. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier.
Ich hab wieder raus. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Ich rede trotzdem mit dir. Ich brauche nämlich deine Loyalität. Was sagst du jetzt? Ja, klasse. Jetzt ist er hier nicht am Rumstehen, wie er sonst immer rumsteht. Danke. Wo sind die? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später. Aktualisiere die Dentaldaten der Crew. Cerberus-Personal hat ausnahmslos Cyanidkapseln in den Backenzähnen. Primitiv. Blendgranaten im Augennerv sind schwieriger zu entschärfen. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wie der nie mit mir reden will. Aber immerhin hat er wenigstens eine gute Ausrede. Das könnte mir gefallen. Mehr Schilde sind wirklich wichtig. So, Prototyp. Munition für schwere Waffen brauche ich jetzt erstmal nicht. Das könnte jetzt wirklich wichtig sein. Weil wir haben ja schon Gruppenzuwachs mit biotischen Fähigkeiten bekommen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach, wir haben immer neue Nachrichten. Aber ich gucke trotzdem mal rein. Moment mal. Ach, das haben wir doch schon. Ich drücke da einfach nur drauf, vielleicht kriege ich dadurch eine Mission. So. Oder ist hier ja irgendwo, steht hier. Irgendwo muss er hier rumstehen. So, Henley, wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen? Glauben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Natürlich. Shepard stellt das beste Team zusammen, das die ganze. Okay, Shepard, freut mich, dass Sie zurück sind, aber behalten Sie bitte den Neuzugang im Auge. Wir haben nur begrenzt Platz für Geisteskranke. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Okay. Ich muss mal eben hier die Flasche zudrehen, denn ich habe mir gerade was zu trinken eingeschüttet. Und da trinke ich jetzt auch. Insofern ich den Typen immer noch nicht finde. Wo ist der denn? Ist der wirklich hier im Raum oder ist der nicht im Raum? Jetzt ist er hier. Plötzlich. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche Junge. Aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Commander. Es reicht mir allmählich. So schnell.
Du hast sie doch nicht mehr alle, ey. Gehst mir auf den Geist. Dann gehen wir mal in die Mannschaftsdecks. Vielleicht haben die ja jetzt Zeit. Hier ist sowieso nichts gewesen. Kannst du jetzt reden? Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Was sollt ihr denn bitte zu tun haben? Da ist nichts zu tun. Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Die haben es sogar bemerkt, dass das Essen sich verändert hat. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Die haben immer was zu tun. Aber für Missionen haben sie dann Zeit, oder was? Der wird schon ganz depressiv, weil keiner mit ihm reden kann. Vielleicht kann der Neuzugang ja reden. Ich will jetzt keine Kriegsgeschichten hören. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Hier ist nur der Kern, also da werde ich wohl kaum jemanden finden. Vielleicht hier unten. Ja. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Okay. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wären Sie dann meine Bootsfrau? Ich würde das Enterkommando anführen und wäre für die Hinrichtung zuständig. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Ich muss jetzt gehen. Okay. Okay, lasst uns Pirat spielen. Das ist doch genau das, was ich tun will. Guck mal, da will ich schon mal freundlich sein und dann werde ich immer abgewiesen. Ich hasse das. Wofür bin ich überhaupt freundlich? Genau, ich sollte wieder, wie bei jedem, einfach in die Fresse schlagen. Warum mache ich diese Handbewegung dabei? So, und unser neues Ziel. Ja, ist ja nur noch hier. Aber das Ziel werden wir vermutlich erst in der nächsten Folge machen können. Da wir ja schlecht hier landen können und dann direkt losgehen können, weil die Zeit nicht mehr reicht. Aber ich würde da mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!